Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Nachdem ich gestern eine unfreiwillige Pause gemacht habe und ausgesetzt habe, sind wir heute zurück mit Türchen Nummer 20. Was ist mit Türchen Nummer 19? Ich zeig's euch mal. Da habe ich noch nicht abschließend gelöst. Aber dass ich überhaupt einen Stern habe, ist schon, das ist der Hammer. Also ich bin zuversichtlich, dass der zweite Stern auch noch dazu kommt. Es ist nur eine Frage der Zeit, Rechenzeit. Task 19 braucht ich unfassbar lang, aber dieses Video soll ja sich nicht um Task 19 drehen. Der Knackpunkt ist, ich bin noch nicht abschließend fertig. Stattdessen schauen wir heute in Türchen Nummer 20 und irgendwie, irgendwann kommt dann noch 19. Sollte ich es nicht schaffen, Part 2 von 19 abzuschließen, trotzdem ein Video, wo ich Part 1 ein bisschen erkläre, meinem Frust Luft mache. Und jetzt kommen wir ultimativ zu Part 20. So. Also, im vorletzten Video haben wir einem Schneckenfisch bei seinen Mathehausaufgaben geholfen. Ich hatte da ja schon die Frage gestellt. Wir haben doch in dem Video davor, okay, also arbeiten wir lieber mal mit Zahlen. In Video 17 haben wir eine Sonde in den Graben runtergeschossen. In Video 18 sind wir selber in den Graben hinabgestiegen, haben Schneckenfisch-Mathehausaufgaben gelöst. Und gestern am Tag 19 hörten wir wieder von der Sonde. Die Sonde hat einen Haufen Scanner und Beacons ausgesetzt. Und gestern ging es darum, die zu konfigurieren, bla blups, was auch immer. Wir haben jedenfalls dank der Sonne Scanner und Beacon, mit der wir heute an Tag 20 den Meeresboden abscannen können. Und hier ist auch schon gleich ein Beispiel gegeben. Das ist das Beispielbild, das die Beacon der Sonde durch die Scanner an uns geschickt haben. Und wie wir sehen, sehen wir nichts. Das ist ein bisschen verrauscht. Wir müssen dieses Bild nachschärfen mit einem Enhancement-Algorithmus. Glücklicherweise ist der gleich da drüber. Das ist der Enhancement-Algorithmus. So, also den Scan, den wir bekommen, ist ein potenziell unendlich großes Bild. Die Information, die ultimativ in unserem individualisierten Input bzw. hier im Beispiel enthalten ist, das sind die nicht trivialen Informationen. Ja? Also dieses Bild geht in alle Richtungen unendlich oft weiter mit kleinen Punkten. Kleine Punkte heißen dunkle Pixel, Rauten heißen helle Pixel. Ja, also in alle Richtungen geht es mit Punkten weiter. So, wie enhancen, wie verschärfen wir jetzt das Bild? Ganz einfach. Das ist so geil. Wir gehen mit einem 9x9 Fenster über alle Abschnitte unseres Bildes, die relevant sind. So, was ist relevant? Das ist gerade der Knackpunkt, sich darüber Gedanken zu machen, aber dazu kommen wir noch. In jedem Falle aber ist jeder Pixel, wie gesagt, das ist ja hier der Ausschnitt mit den nicht trivialen Informationen des eigentlich unendlich großen Bildes, und jeder Pixel in diesem Ausschnitt ist auf jeden Fall schon mal relevant. Also für jeden Pixel davon setzen wir in die Mitte eines gedachten 9x9 Fensters. Ja. Wir haben ein Beispiel genommen, angenommen, ich nehme mal den Punkt genau aus der Mitte, dann ist 9x9, was Sie hier mit eckigen Klammern umfasst haben. Das ist das 9x9 Grid. Ich schaue mir also diesen 9x9 Ausschnitt meines Bildes an. Und in diesem 9x9 Ausschnitt sind 9 Informationen, nämlich 9 Pixel, hell oder dunkel. Die können wir als Binärzahl interpretieren, hier zum Beispiel Punkt, 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 Raute, Punkt, 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 Raute, Punkt. Na, also 3 Punkte, eine Raute, noch 3 Punkte, noch eine Raute, ein abschließender Punkt. So, das ist die ausgerollte Binärdarstellung als String bzw. umgewandelt in Integerzahlen. 3 mal die 0, 1, 3 mal die 0, 1, 0. Und diese Binärzahl kann umgewandelt werden in eine 10-adische, also eine normale Dezimalzahl. Für dieses Beispiel 0, 0, 0, 1 und so weiter, das ist die 34. Und jetzt kommt hier oben der Enhancement-Algorithmus ins Spiel. Das ist im Grunde eine Zeile, die Sie jetzt hier aus visuellen Gründen für die Präsentation mehrfach umgebrochen haben. Aber im Grunde ist das eine Zeile. Und wir gehen diese Zeile entlang,
bis zur 34. Stelle. Hier haben sie sich mal da die ersten 70 Zeichen von dem, hier, ne, fängt an, Doppelpunkt, Raute, Punkt, Raute, hier auch Doppelpunkt, Raute, Punkt, Raute. Also sie haben sich mal so die ersten 73 Zeichen von da oben rausgeschnappt, um zu zeigen, okay, die 34. Stelle, hier ist eine Raute. Ganz wichtig, die 0 ist mit dabei. Das wird richtig wichtig, aber dazu kommen wir gleich. So, an der 34. Stelle ist also eine Raute. Und das heißt, dass wir eine zweite Instanz, wir haben ja einmal irgendwie eine Instanz, die das Inputbild repräsentiert, und während wir versuchen, das Inputbild zu verschärfen, zu schärfen, zu enhancen, erzeugen wir ein zweites Bild. Und alle Informationen, die wir aus dem ersten Bild rausziehen, durch den Enhancement-Algorithmus, kommen in das zweite Bild. So, und das heißt, nachdem wir also um den Punkt in der Mitte eine 3x3-Box gezogen haben, die auf die 34. Stelle im Enhancement-Algorithmus zeigt, sagt uns das, dass in diese Mitte, in das neue Bild, in das verschärfte Bild, eine Raute reingehört. Ja, und das ist dann erstmal alles. So, hier ist nochmal, so, das ist hier das Input-Bild, die nicht-trivialen Informationen, ein bisschen erweitert, um, wie gesagt, das Bild geht ja eigentlich unendlich weit in jede Richtung. So, und wenn dieses Bild einmal mit dem Enhancement-Algorithmus verschärft wird, wichtig dabei ist, ich kann noch eine 9x9-Box, ja, also die beginnt hier oben, die 3 und die 3, nicht? Dadurch, dass ja hier eine nicht-triviale Information ist, gibt es also auch eine Box, die gerade so in der oberen linken Ecke endet. Ja, also das heißt, die 3, die 3, die 3, und das heißt, an diese Stelle wird etwas geschrieben. Und das sieht man dann hier unten nämlich, das verschärfte Bild hat jetzt ein größeres Herz oder einen größeren Kern nicht-trivialer Informationen. Und das Spiel spielen wir noch eine zweite Runde. Ja, hier ist also das Startbild einmal verschärft, zweimal verschärft. Sehen wir jetzt hier also das doppelt verschärfte Bild. Und es ist links und rechts zwei Zeichen weiter, als es das Ursprungsbild war. Ne? Es ist mit der ersten Verstärkung ist links und rechts noch was dazugekommen. Mit der zweiten Verschärfung ist nochmal links und rechts was dazugekommen. Das heißt, links 3, rechts 3 müssen bei der zweiten Verschärfung leer bleiben. Und in der Tat, dem ist auch so. So, jetzt kann man hier Code für fabrizieren. Für das Testbeispiel, und der wird auch wunderbar durchlaufen, und dann wendet man das Ganze auf seine eigenen individualisierten Input an, und das läuft überhaupt nicht wunderbar. Und dann steht man da und wundert sich, ist da ein Fehler in der Aufgabenstellung, ist da ein Fehler beim individualisierten Input, ist da ein Fehler im Interface, dass das richtige Ergebnis nicht akzeptieren will. Aber nein, höchstwahrscheinlich ist da kein Fehler auf Seiten des Advent of Code, sondern eher bei uns. Und jetzt kommt der Knackpunkt, worin sich das Anschauungsbeispiel, das Testbeispiel, wesentlich unterscheidet von dem eigentlich individualisierten Input, den ich hier habe. Ich hatte ja vorhin was gesagt von, hier die 0 wird wichtig. Da steht im Beispiel ein Punkt. Da steht bei uns aber kein Punkt, da steht eine Raute. Und jetzt wieder zurück zu der Frage, was sind eigentlich wesentliche Informationen, über die wir eine 3x3-Box drüber ziehen wollen? In Anbetracht, dass unser Code sagt, an der ersten Stelle steht eine Raute. Ja? Ich nehme mal hier einfach ein Wald- und Wiesen 3x3 Stück, fernab jeglicher Input-Info. Ja? Also die drei und ja, also ja, die, oh Mann, dieses Markieren, ey. Die drei und die drei. Ja, das ist dann also die Binärzahl 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Transformiert in Dezimalzahl 0. Also der erste Eintrag in eurem Enhancement-Algorithmus. Ja, das Anschauungsbeispiel sagt, für alles, was hier weit draußen ist, ja, weil die steht ja an der Position 0, steht ja nichts, ja, der Enhancement-Algorithmus, das Anschauungsbeispiel sagt, für alles, was weit draußen ist, tu nichts. Ja, also alles, was 0 ist, bleibt 0. Aber euer individualisierter Input, und ich habe das vorhin bei Reddit gelesen, ich hatte wirklich Schwierigkeiten heute, ich musste da mal nachschauen, was die Leute denn so schreiben, bis ich dann, weil das habe ich nicht mitgekriegt. Ja, das war dann, ich habe schon mitgekriegt, dass an der ersten Stelle eine Raute steht, und ich hielt das für einen Fehler.
Bin also zu Reddit gegangen, habe geguckt, was diskutieren die Leute da. Hab mir jetzt keine Lösung angeguckt, habe nur geguckt, was diskutieren die Leute da an Schwierigkeit. Und da bin ich dann erst auf den Trichter gekommen. Das ist kein Fehler. Das soll so. Ja, das heißt also, der individualisierte Input bei euch, wenn ihr Glück habt, steht da keine Raute. Aber ich vermute mal, bei jedem steht da eine Raute an der nullten Position. Das heißt, dass dieses unendliche Tableau um den Input drumherum mit jedem Enhancement flackert. So, genau, weil nicht nur an der nullten Stelle steht eine Raute, sondern an der letzten Stelle steht ein Punkt. Ja, weil machen wir mal ein Beispiel. Ja, wenn ich jetzt habe Entschuldigung. Ist das der Sonderzug? So, also das sind jetzt die beiden Extremfälle, ja. Draußen drum ist 3x3 gar nichts und dann sagt der Enhancement-Algorithmus, na, dann kommt ins Zentrum, kommt ins Zentrum eine Raute. Aber umgekehrt sagt er auch, wenn, das weiß ich jetzt nicht, ob das bei jedem so ist, bei mir ist es halt so, ne? Wenn überall Rauten drin stehen, ja, das entspricht ja der Binärzahl. Also hier machen wir vielleicht mal dazwischen 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. So, und das transformiert sich in eine Raute. Hier ist ja 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. So. Genau. Wenn da überall Rauten stehen, transformiert sich das in eine Serie aus Einsen. So, und mein Enhancement-Algorithmus sagt mir, oh, dann wird daraus ein Punkt. Habe eine Menge Leute gesehen, bei denen das auch so ist. Dass also die erste Stelle eine Raute und die letzte Stelle ein Punkt ist. So, also wenn alles Raute ist, macht daraus ein Punkt. Wenn alles Punkte sind, macht daraus eine Raute. Ja, und das hat natürlich... das hat natürlich einen gehörigen Impact auf den Gesamtalgorithmus. Also hier draußen, die unendliche Fläche, die flackert mit jeder, mit jedem Enhancement, die wird alles zur Raute, dann wird sie wieder alles Punkte, dann wird sie wieder alles Raute, dann wird sie wieder alles Punkte und so weiter. So, das muss man beachten. Man muss also bei seiner Implementation, man darf nicht nur auf das schauen, was im Herzen stattfindet, sondern man muss eben auch das Unendliche weit draußen im Blick haben. So, wie übersetze ich das jetzt in Code? Gucken wir uns das mal an. Diverse Inputs mal wieder. Wir haben hier unser Anschauungsbeispiel, obwohl es ja die eigentliche Gemeinheit gar nicht in sich birgt. Ja, hieß es mich genau andersrum, ne? Wenn überall nichts ist, bleibt nichts. Und wenn überall Raute ist, bleibt Raute. Wie dem auch sei. Also haben wir unser Anschauungsbeispiel. Dann haben wir unsere Konvertierungsfunktion, wie E und J. Das eingelesene Raw wird gesplittet. Dann erzeuge ich eine Instanz meiner Klasse, zu der kommen wir gleich. Dann sage ich, der Enhancement-Algorithmus, das ist hier nach dem Zeilensplitten die erste Zeile. So, das Image Raw ist alles ab der zweiten Zeile und darunter, ne, weil hier ist eine Leerzeile und dann alles ab der zweiten Zeile und darunter. Und dann fange ich hier an, meine hier Image Instance zu beschreiben, anhand danach, wo irgendwelche Rauten kommen. Konvertierung halt. So. Ach ja, hier in meiner Verzweiflung habe ich etwas gemacht. Das ist, glaube ich, nicht notwendig mehr. Und wenn es nicht notwendig ist, dann fliegt es auch gleich. Bam, 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 bam. Ja. Ach so. Ja.
nicht das, ja. Okay, so, Binary, 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 so. Ach so, halt, ja, so. Versuche Turnout. Okay, das geht ja aber noch schnell genug. Genau, also das ist hier wieder eine Funktion, die Binärzahlen in Dezimalzahlen umwandelt. Hier drüber ist hier etwas ausgewalzter Kollege. Der Unterschied zwischen den beiden ist, im Kern machen sie dasselbe, nur dass die Version hier oben, programmiert als Klasse, die merkt sich, nach was man schon gefragt hat. Also sie guckt nach, wenn hier was reinkommt, kenne ich das schon? Wenn ja, dann ist es weggespeichert und gibt das so zurück. Wenn nicht, dann berechnet sie es erst, trägt es in ihr Gedächtnis ein. Also das ist eine Funktion, die nur dann wirklich rechnet, wenn ein Argument wirklich neu ist. Ansonsten wird das in einer Lookup-Table einfach rausgesucht. Aber das ist gar nicht mehr notwendig, also weg damit. So, dann irgendwelche Typen. Aber wie dem auch sei, also das Ding hier konvertiert Binary List to Integer. So, Typen. Und jetzt kommen wir hier zur Klasse Compact Image, also eine kompakte Darstellung eines Bildes. Dann haben wir die SP-Data, das ist die Sparse Data, Sparse Englisch für spärlich, dünn besetzt. Dann der Enhancement-Algorithmus, also der Algorithmus zum Verschärfen des Bildes. Und Outlit. Ja, das ist eine Flag. Wenn sie false ist, dann ist das sind die unendlichen Weiten alles Punkte. Wenn sie true ist, dann sind die unendlichen Weiten alles Raute. Ja, also diese Flag sagt mir was darüber, ob alles 1 oder alles 0 ist, außerhalb des interessanten Kerns. So, top left, bot right. Oh ja, das ist auch ganz wichtig, also dazu kommen wir gleich. So, zunächst dann hier in der Init wird erstmal alles leer erzeugt, was leer erzeugt werden muss. Ach komm, machen wir einfach das alles. Es ist okay. Also hier wird einfach alles leer erzeugt, was leer erzeugt werden muss. Top left, bot right, das Shape, überspringen wir mal jetzt alles. Get item, genau. Wir haben die Sparse Datenstruktur. Also die Sparse Datenstruktur. Gehen wir doch hier hoch. So, die Idee bei der Sparse-Datenstruktur ist, wenn in meiner Matrix an der Zeile i in der Spalte j ein Eintrag drin steht, der nicht 0 ist, dann steht in meinem SP-Data, dass er ein Dictionary ist, von Koord t nach int, also zu einer 2D-Koordinate nach Integer. Dann ist das hier ein Dictionary, das, weiß Gott, Informationen haben kann. Und dann sind die Schlüssel also Tupel aus zwei Integer und dahinter der Wert, in dem Fall dann 99. Ja, so. Das ist dann mein SP-Data. Also ich trage mein SP-Data nur Dinge ein, die nicht 0 sind. So, und wenn ein Tupel IJ zwar eine Theorie in meiner Matrix wäre, und wir wissen ja, unser Bild ist eigentlich unendlich groß, das heißt, für jedes Integer i und für jedes Integer j ist eine Information da. Sie mag nur trivial sein. So, wenn also die Kombination aus i und j sich nicht im Sparse Data Array befindet, ja, dann abhängig, ob outlit false oder true ist, dann abhängig, ob es im Kern ist oder außerhalb, also, wenn es im Kern drin liegt, ja, also hier, der Kern ist eben dieser Bereich, wo wir nicht triviale Informationen haben. Ja. Wenn eine IJ-Kombination hier in dieser inneren Box liegt, aber nicht in SP-Data vorkommt, dann ist es ein Punkt, dann ist es 0. Wenn es außerhalb dieser Box liegt, ja, und wie IJ, es ist der Punkt hier, dann hängt davon ab, ob outlit, also ja, draußen erleuchtet, das ist out für draußen, lit für erleuchtet, ja, something is lit, etwas ist erleuchtet, outlit, wenn es draußen leuchtet, dann ist der Eintrag 1, wenn es draußen nicht leuchtet, ist der Eintrag halt eben 0. So, das ist diese besondere Behandlung um outlit. Jetzt auch dieses top left und top und bot right ergibt jetzt vielleicht auch mehr Sinn. Top left ist, ja, top ist oben, left ist links. Das ist die Koordinate hier, ganz links außen.
Jetzt steht hier gerade mal eben was. Gucken wir uns mal hier in der Verschärfung an. Da steht nichts. Trotzdem gibt es hier einen Punkt, der ganz oben ganz links ist, weil es in derselben Spalte andere Einträge gibt und weil es in derselben Zeile noch andere Einträge gibt. Hier wäre hier der Top-Left-Punkt. Weil in der Spalte steht was und in der Zeile steht was. Ja, das ist Top-Left, oben links. Und dann Bot-Right, also Bottom, englische Wort für unten, Right rechts. Bot-Right ist, hier ist Bot-Right. Oder hier ist Bot-Right. Oder hier ist Bot-Right. Ja. Das sind also die beiden Eckpunkte dieser inneren Box. So, und wenn ich nämlich die Property Top-Left abfrage, dann selbes Spiel. Ja? Underscore Top-Left, das ist die Memory. Wenn in der Memory schon was steht und das ist nicht none, dann wird all das hier übersprungen und da wird einfach aus der Memory Top-Left zurückgegeben. Und das gleiche gilt hier auch für Bot-Right. Ja? Wenn Underscore Bot-Right die Memory über Bot-Right nicht none ist, dann wird Bot-Right einfach so zurückgegeben. So, was anderes aber ist, wenn es none ist, dann muss es erst berechnet werden. Und wie berechnet man das? Na, wir gehen durch unser Sparse Data Array durch und schauen hier min i, min j, ja, also kleinste Zeilennummer und kleinste Spaltennummer. Wird hier durch entsprechende Vergleiche rausfiltriert. Ja. Also Top Left wird nur einmal berechnet, dann in die Memory abgelegt und von da an immer aus der Memory zurückgegeben. Es sei denn, es gibt hier ein Set-Item. Sobald im SP-Data Veränderungen durch das Set-Item durchgeführt werden, dann wird die Memory über Top-Left und Bot-Right gelöscht, damit dann beim nächsten Aufruf der Top-Left- und Bot-Right-Funktion diese Eckpunkte neu berechnet werden. So, das ist Top-Left, das ist Bot-Right, Shape. Ich habe Shape in dem Sinne nicht gebraucht, aber Shape ist die Größe der inneren Bounding Box. Und weil diese Bounding Box, weil diese innere Box von Top Left und Bot Right beschrieben werden, wird die Shape auch anhand von ihnen schlicht und ergreifend so berechnet. Fertig aus. So, dann sind wir jetzt bei Get Item, Set Item. Da haben wir jetzt auch schon viel drüber geredet. So, Get Item, hier muss jetzt unterschieden werden. Liegt etwas im Sparse Data Dictionary? Wenn ja, gibt's zurück. Ansonsten holen wir uns die obere linke und die untere rechte Ecke der Box und dann wird geguckt, ist draußen erleuchtet und sind wir außerhalb der Box, dann 1, ansonsten 0. So, ja, das ist die GetItem-Funktion. Und dann die SetItem-Funktion. Oh, da habe ich ein... gut, dass mir das nie auf die Füße gefallen ist. Ja, da müssen wir ins SP-Data-Array reinschreiben. Selbst wenn Value eine 0 ist, jetzt darf man aber nicht vergessen, das ist jetzt, weil dieses Outlit ist ein Feature, das später dazugekommen ist. Jetzt müsste man eigentlich noch den Fall unterscheiden, sind wir draußen und ist erleuchtet, ja, dann ist nicht die Frage, ob Value 0 ist, sondern da kann es vielleicht sogar sein, wenn Value 1 ist, und dann wollen wir das gar nicht reinschreiben, weil sowieso alles 1 ist, was weit draußen liegt, aber es ist wirklich benötigt, um die Aufgabenstellung zu lösen, also einfach... versuchen wir hier nicht cleverer zu sein, will ich mal nicht so tun, als wäre ich cleverer als der Aufgabensteller. Und dann belassen wir es bei dem, was wir brauchen. Ja, hier, das ist die Antwort. Belassen wir es bei dem, was die auf für Part 2 übrigens, ne? Das ist hier oben ist Part 1 Antwort, hier ist Part 2 Antwort. Belassen wir es bei dem, was wir für die Aufgabenstellung brauchen. GetFrame 3x3. Das ist jetzt diejenige Funktion. Hier, ne, diese 3x3-Box mit den neuen Einträgen. Ja, zu einer gegebenen Koordinate, getFrame 3x3, baut mir diese neuen Einträge hintereinander als ausgeflattetes Array und gibt diese zurück. So, wie passiert das? Na, hier kommt Item rein. Item ist eine Koordinate, das heißt, sie besteht aus zwei Integers, underscore i, underscore j. Out ist, was wir zurückgeben wollen, soll eine Liste von Integers sein. Und da wird gesagt, für ij in range underscore i minus 1 bis underscore i plus 2 und underscore j minus 1 underscore j plus 2. Out append self ij. So, hier wird auf das getItem zurückgegriffen. Das ist jetzt wichtig. Ne? Wir greifen nicht direkt auf das SP-Data
zu, sondern wir haben uns ja extra eine Get-Item-Funktion gebastelt, die ja einerseits richtig mit dem SP-Data umgeht, andererseits aber auch richtig mit dem Outlet umgeht. Und das ist, und hier kommt es drauf an, dass hier mit dem Outlet, mit dem, was draußen erleuchtet ist, dass damit richtig umgegangen wird. Und dann gibt er diese Liste an neuen Integers zurück. Und das bringt uns jetzt zu Enhance. Hier wird jetzt also das Bild verschärft und hier unten sind wir auch, gibt noch eine String-Ausgabe, gibt noch eine Representation-Ausgabe, hier noch eine kurze Funktion. Also Enhance ist jetzt die letzte relevante Funktion, über die wir noch reden müssen. Sie erzeugt ein neues kompaktes Image. Ja, also Self ist das kompakte Image, das wir an der Hand haben und die Verschärfung kommt in ein neues Bild. So, New Inst ist Compact Image, welches denselben Enhancement-Algorithmus erbt, den Self ja schon hat. Und hier kommt jetzt drauf an, nicht? So, wenn Outlit, also wenn draußen alles erleuchtet ist und unser Enhance-Algorithmus sagt, für alles erleuchtet, lösche es, dann ist New Inst Outlit false. Im Grunde brauche ich das nicht, weil die Init Outlit sowieso immer auf false setzt, aber das ist schön deskriptiv, lass mir es so, nicht? Also, wenn draußen alles an ist, aber der Enhancement-Algorithmus sagt, mach's aus, dann machen wir es aus. So, wenn wir schon aus sind und der Enhancement-Algorithmus aber sagt, was komplett aus ist, soll angeschalten werden, na, dann schalten wir es an. Also, das sind die zwei essentiellen Zeilen, die dieses Outlit richtig behandeln und es aus- bzw. anschalten. Und ansonsten, der Rest ist eigentlich ziemlich straightforward. Wir holen uns die Ecken der relevanten Box im Zentrum, gehen IJ entsprechend alles einmal durch, holen uns die Frames, wandeln die in Binärzahlen um, gucken im Enhancement-Algorithmus nach und tragen entsprechend in die neue Instanz eine 1 oder 0 ein und geben die neue Instanz zurück. Enhancement fertig. Also die Herausforderung hier ist wirklich, das Outlit zu begreifen, dass das draußen alles aus- und angeschalten wird und wie man damit umgeht. So, und am Ende zum Abprüfen, ob man die Aufgabenstellung richtig gelöst hat, wird schlicht und ergreifend gefragt, wie viele Routen sind denn jetzt an? Und das wird dann gefragt, wenn die draußen alle aus sind. Also er fragt, einmal Part 1 ist nach zwei Enhancements, ja, da hat man die Unendlichkeit an und wieder ausgeschalten. Das heißt, es gibt nur endlich viele Routen nach zwei. Und in Part 2 fragen sie nicht nach zwei, sondern nach 50 Enhancements. Es war auch wieder eine gerade Zahl. Das heißt, dass man hat zwar immer wieder die Unendlichkeit angeschalten, aber eben auch rechtzeitig wieder aus. Die 50. Verschärfung hat nur endlich viele Routen. Und die wollen danach fragen, ja, wie viele sind es denn? Und das heißt, wir gehen durch das SP-Data durch, innerhalb der Bounding-Box, der inneren Box, und gucken eben nach, was ist an und was ist nicht an, und zählen mit Countlet, und das war's. So sind wir Main, Part 1, einmal das Beispiel, Assert, unser Input. Ich glaube, meine Maus hier gibt bald den Geist auf. Und Part 2. Oh, also nach gestern war nur der Hammer und das hat mich heute auch geärgert. Bin echt am Überlegen. 5 Tage sind es ja noch. Na, mal schauen, ob ich es schaffe. Also wenn ich tatsächlich hier noch die 19 geknackt kriege, dann wäre ich ja mit dem heutigen Tag schon weiter, als ich letztes Jahr war. Das ist ja schon mal, das ist ja gut. Also mal gucken, ob es auch die, wie weit es noch geht und ob es bis zum 25. Tag, bis einschließlich des 25. Tages auch noch klappt. Ich weiß noch nicht, ob diese Videos dann jeweils an dem Tag selber rauskommen. Ich meine, am 24., 25., man kann sich vorstellen, man hat mit der Familie zu tun, da sitzt man nicht zu Hause und programmiert. Aber irgendwie hoffe ich noch dieses Jahr, also entweder gebe ich auf, dann werde ich ein Video veröffentlichen, wo ich sage, ich gebe auf, oder ich werde das noch fertig machen und dann werde ich versuchen zuzusehen, dass das alles auch noch dieses Jahr fertig wird. Ansonsten war es das für heute. Abonniert den Kanal, wenn ihr denkt, dass euch das geholfen hat, wenn ihr mögt, was ich tue. Ich habe ein paar tolle Pläne fürs nächste Jahr im Petto. Können wir ein andermal drüber reden. Ansonsten haben wir die Aufgabe gelöst. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen wieder zum Türchen Nummer 21 oder 19. Mal schauen.
Auf jeden Fall. Ciao, ciao.